Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon endlich zu einer neuen Folge von Gorogoa. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen länger her, denn mir kam, glaube ich, die Mantelentzündung dazwischen. Aber vielleicht wisst ihr ja noch so ungefähr, worum es in diesem Spiel ging. Ich mache tatsächlich auch mal ein bisschen lauter, damit ihr auch so ein bisschen den Sound noch mitbekommt. Es ist jetzt kurz vor 22 Uhr. Ich hoffe, dass ich meine grauen Zellen so ein bisschen zusammengesammelt bekomme, um das einigermaßen erklären zu können. Vielleicht wisst ihr auch noch, wie wir hier in diesen Raum gekommen sind. Im Übrigen wünsche ich euch viel, viel Spaß damit, mit der heutigen Folge. Und wir sehen ja hier in dem einen Screen hier oben Steine, die auf einem kaputten Regalbrett stehen und runterfallen und hier in diesem oberen Screen in einen kaputten Krug reinfallen. Und letztendlich, was wollen wir damit tun? Hier in einer völlig anderen Szenerie, nämlich einem komplett anderen Zimmer, eigentlich nur den Schmetterling befreien. Denn es soll das Glas letztendlich damit kaputt gemacht werden. Jetzt müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir das Ganze hier zusammenpuzzeln. So, das heißt, wir müssen irgendwie etwas finden, um beide Bilder miteinander zu verbinden. So fängt das Ganze schon mal an. Das heißt, ich gehe tatsächlich jetzt erstmal... Aha, warte. So! Aber wie? Ah, wie kriege ich das dann? Ach so, warte mal. Und dann über die. Ja. Warte. Ich glaube. So, ich glaube. Warte. Dann tauschen wir das so und machen es. Hä? So, ja, so würden wir es hinbekommen. Alles klar, ich habe es verstanden. Also, nochmal. Weil wir müssen... Also, beide dieser Bildschirme stellen zwei unterschiedliche Zimmer dar. Ob das in der gleichen Zeit ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber zumindest über diese Verbindung von diesen, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, Fahnen, die darunter hängen, versuchen wir nämlich beide Bilder und damit beide Zimmer irgendwie miteinander zu verbinden. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich erklärt, denn dieses Spiel ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Pass auf, also, das ist jetzt so ein bisschen Timing. Und jetzt, zack, zack. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt raus! Raus aus dem Screen! Ach, und jetzt? Ja, jetzt! Ah, zu langsam, oder? Nein, nicht zu langsam! Ja! Und der Schmetterling ist frei. Und was machen wir jetzt? Ich weiß tatsächlich nicht, wo wir den jetzt hinlocken werden sollen, tun. Ach so, warte mal. Ich glaube, uns fehlt jetzt Licht. Ja, siehste. Die Lampe ist wie so eine Art Schablone. Das heißt... Jetzt hier den Stern. Nä, das passt auch nicht. Doch, warte. Ja, jetzt haben wir Licht und jetzt flieg doch zum Licht! Es hatte schon seinen Grund, dass du da drin eingesperrt bist. Oh, ich glaube, wir sehen jetzt ein Muster hier drauf. Ja, jetzt können wir, warte mal. Aha, erinnert ihr euch noch, ich kann wieder nicht mehr reden. Erinnert ihr euch noch ganz am Anfang an dieses seltsame Wesen, was da durch die Städte durchgegangen ist? Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber zumindest ist da so ein ganz großes, mysteriöses Wesen in der Stadt aufgetaucht. Und dann war da dieser Junge, der sich auf die Suche nach, naja, ich glaube, fünf verschiedenen Flammen gemacht hat. Diese hier.
Ich mach nochmal lauter. Ich finde das Spiel nach wie vor grandios gemacht. Es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Aber ich kann es nicht erklären, glaube ich. Naja, egal. Ich hoffe zumindest, ihr habt ein bisschen Spaß. So, wo sind wir denn jetzt? Was kann ich jetzt tun? Tja, ist die Frage. Kann ich mit dem Screen hier noch irgendwas Sinnvolles tun? Ich weiß es nicht. So, weil hier können wir nirgendwo richtig reinzoomen, aber auch nicht rauszoomen. Das heißt, der einzige Screen tatsächlich, wo wir etwas tun können, ist dieser hier. Ich mache ihn auch mal groß. Ist tatsächlich dieser hier, wo ich auch noch nicht so wirklich weiß, wie das zu interpretieren ist, weil wir da eben diesen Trümmerhaufen sehen. Da ist der Junge, da ist der Junge. Und jetzt können wir beide miteinander verbinden. Ah, dann läuft er rüber. Ah. Ist er jetzt vorbeigelaufen? Richtig, das ist das Bild, was er immer wieder sieht. Und da sehen wir die Schale mit den, ich nenne es jetzt mal Flammen. Ich weiß nicht, ob das Flammen sind. Aber was will er denn jetzt? Was will er denn jetzt? Was will er denn jetzt? Machen wir es mal kleiner. Ist wieder ein komplett anderes Zimmer, oder? Die Lampe ist schön. Die Lampe ist echt toll. Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Sterne, Uhrzeit. Oh, kommt jetzt irgendein Rätsel mit Uhrzeit? Ich weiß es nicht. Können wir jetzt hier wieder in das Zimmer? Eieieiei. Okay, Leute, das nächste Rätsel. Das nächste Rätsel. Also, es sind wieder zwei verschiedene Zimmer. Aber was jetzt? Also, das hier sieht ja aus wie ein Druckbehälter. Hier oben vielleicht. Oh, es ist einfach so dieser absolute Mindfuck in diesem Spiel, dass du so diese verschiedenen Ebenen hast und immer wieder ein Bild aus dem anderen rausziehen kannst. Was ist das denn? Ich will das jetzt mal groß sehen. Können wir das vergrößern? Offensichtlich nicht. So, hier haben wir jetzt die Uhr. Was hat er sich denn gedacht? Kannst du mir deine Gedanken nochmal zeigen? Und da haben wir einen Globus. Da haben wir auch wieder was mit Licht und mit einer Motte. Ich versuche das immer mal so ein bisschen wieder zu vergrößern, dass ihr das auch seht. Seht. Also, hier haben wir auch wieder eine Motte. Hier haben wir tatsächlich jetzt eine Uhr. Und können wir da die Zeiger drehen? Weiß ich nicht. Ach, das ist schon wieder so kompliziert. Und jetzt sind wir auf dem Tisch. Das ist jetzt die Taschenuhr. Das war doch gerade noch die Turmuhr, ne? Und jetzt... ja... Also da soll letztendlich, glaube ich, schon wieder Licht irgendwie rein. Also wir haben einmal dieses Druckanzeigengerät. Also, hier ist so ein bisschen alchemiemäßig hier. Warte mal, ich will es euch im Ganzen groß zeigen. Mach es groß, genau. Also, sieht so ein bisschen aus wie eine Alchemieapparatur. Und ich denke mal, wenn du hier drunter Feuer machst, also, wenn du unter diesem großen, mit Schnörkeleien verzierten Bottich Feuer machst, steigt der Druck und irgendetwas, und da hast du ja auch oben, hier oben wird wahrscheinlich ein Ventil sein. Ich weiß zwar nicht, warum das hier nochmal... so eine Schnecke hat. Dann haben sie wahrscheinlich irgendein Kondensatbild. Also es müsste vielleicht hier sowas wie eine Urform von einer Destillationsanlage sein. Möglich, korrigiert mich, aber es erinnert mich daran. Weil da hast du ja auch zum Kondensat gewinnen, so eine
Schule? Ich weiß es nicht. So, also, es wäre natürlich jetzt sehr, 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 sehr hilfreich, wenn uns der Junge vielleicht einfach nochmal seine Gedanken zeigen würde. Aber der Junge ist offensichtlich zusammengebrochen. Ach, armes Kind. Ich habe mir die Zeit jetzt tatsächlich nicht gemerkt. Ich habe sie mir jetzt nicht gemerkt. Also, aha, warte mal, was haben wir hier? Guck mal, hier haben wir einen roten Zeiger. Das ist der rote Zeiger. Kriegen wir den bewegt? Nee, eigentlich nicht. Weil was hier jetzt rot ist, muss, glaube ich, hier in den Bereich gebracht werden. Siehst du das? Wenn man mir jetzt die Anzeige angucke, müsste das einem Stundenzeiger entsprechen. Das heißt, wir bräuchten etwas, um Feuer zu machen vielleicht. Ja, aber was wäre dann der Minutenzeiger? Der Minutenzeiger müsste dann ja hier oben dieser hier sein. Ja, das müsste dieser hier sein, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, wie wir die Zeiger bewegt bekommen. Verstehst du, was ich meine? Es bewegt sich ja nicht. Das ist mein Problem. So, und was haben wir jetzt hier? Können wir damit irgendwas tun? Mit der Stecknadel? Muss ja magnetisch sein, wenn da zwei Pinnnadeln und eine Büroklammer dranhängen. Wir können es auch nicht mitnehmen. Gar nicht so leicht. Das heißt für mich übersetzt, wir haben jetzt genau zwei Aufgaben. Zum einen müssen wir irgendwie roter und blauer Zeiger in einen Bildschirm reinkriegen und die Zeiger dann an die entsprechende Position, die uns da angezeigt worden ist, also diese Uhrzeit, einstellen. So, also das heißt, oh, hat sich das jetzt gerade bewegt? Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Wie kriegen wir... Aha, gucke mal. Ja, so. Ah, die Positionen. Siehst du das? Hat das was? Ach, gucke mal. Mit dem Magneten. Mit dem Magneten, Freunde. Das heißt, wenn wir dieses Bild hier unten in der Ecke lassen und das hier oben, ist der blaue schon an der richtigen Reihenfolge. Das heißt, wir müssen zum einen jetzt nur noch die beiden Zeiger in einen Bildschirm reinkriegen und den roten dann nach da kriegen. Und da der rote ja ein Druckanzeiger ist, brauchen wir irgendwie noch Feuer. Und wir müssen das halt in diesen Bildschirm reinkriegen. Da weiß ich noch nicht, wie das funktionieren soll. Und wo wir Feuer herkriegen sollen. Das ist ja tatsächlich sehr spannend. Wie kriegen wir beide Uhren übereinander? So kriegen wir beide Uhren übereinander. Ja. Okay, pass auf. Und das ist ja jetzt das Druckgerät. Das heißt, wir brauchen erst etwas mit Feuer. Haben wir hier in dem Raum Feuer? Ja, wir haben Feuer. Pass auf. Ich glaube, ja. Jetzt, das Rätsel verstehe ich ein bisschen besser. Weil das Ding ist, ich glaube, um dieses Spiel spielen zu können, musst du einfach die Rätsel so ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht. So, pass auf. Also, ich denke mal, wir... Ja, wie läuft das jetzt mit dem Feuer? Ah, warte. So, dann steigt da nämlich der Druck. Ha. Und wenn da der Druck steigt, können wir da... Zack und... Zack. Jetzt haben wir die Uhrzeit. Das ist die Uhrzeit. Und jetzt, wie läuft das jetzt? Wie läuft das jetzt? Wir haben die richtige Uhrzeit. Können wir jetzt raus? Ja, ich glaube, das sieht gut aus.
Da ist der Stern. Und diesen Stern machen wir jetzt... Wir brauchen ja wieder Licht, glaube ich, ne? Es muss, glaube ich, wieder als Lichtquelle fungieren. Ja! Wow, geil. Und jetzt kann die Motte wieder zum Licht fliegen. Und vielleicht können wir jetzt wieder an die Motte ran. Ist das ein Wegweiser? Und wenn ja, dann sieht er sehr, sehr skurril und mysteriös aus. Oh, hier müsste doch irgendwo der Junge sein, oder? Können wir das verbinden? Das sieht jetzt nicht wirklich in der Verbindung aus, ne? Da ist der Junge, warte. So. Ha! Bleib doch stehen, wo willst du hin? Eieiei. So, das sieht nach dem nächsten Rätsel aus, glaube ich. Wow, wenn sich der Himmel im Hintergrund wegdreht... Hat er jetzt einen Stern gepflückt? Was macht er denn jetzt? Haben wir jetzt die gelbe Flamme damit eingesammelt? Ich weiß es nicht. Also nächste Mission wäre jetzt die blaue Flamme. Was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Okay, was passiert jetzt? Also wir sehen auf dem oberen Bild, ich will es jetzt nicht antippen, weil ich sonst Angst habe, dass irgendwie etwas passiert. Hier, ja, das hat so ein bisschen was, ja, vielleicht Kriegsverletzung, könnte das sein? Das mit dem Rollstuhl, als wären das Krankenschwestern, die hier so eine Armbinde umhaben, ich weiß es nicht, oh, ich hänge fest in mir. Könnte ich mir fast vorstellen, dass das vielleicht irgendwie... Ja, durch die Trümmer komme ich so ein bisschen auf Krieg, ich weiß es nicht. Also, okay, gut. Was das hier oben zu bedeuten hat, keine Ahnung. Ich gehe trotzdem nochmal groß. Doch, ich glaube, ich kann draufklicken. Also, dass das hier vielleicht irgendwelche... Nee, kann ich doch nicht. Sorry. So, dass es irgendwelche Krankenschwestern sind hier? Weiß ich nicht. Mach es doch nochmal groß. Ja, da sehen wir in dem rechts oben. Ich kann, wie gesagt, leider nicht raufklicken. Ich würde es euch gerne antippen, damit ihr seht, was ich meine. Aber es geht nicht, sonst ist es wieder klein und dann ist es zu klein. Also in dem rechten oberen Bild sehen wir auch die Flamme auf der Tür und jemanden im Krücken irgendwo in Trümmern rumlaufen. Unten, rechts unten, ist auch so eine Szenerie, die wir schon mal gesehen haben. In der Mitte unten... Sehe ich hinten an der Wand so ein bisschen was Bläuliches? Ja, und links haben wir einen alten Mann. Ja, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, wir gucken jetzt erstmal. Also, wir können, glaube ich, tatsächlich in alle Sachen reingucken. Oh, das sieht gar nicht so leicht aus. Das sieht tatsächlich gar nicht so leicht aus. Aber ich glaube, unsere Folge ist heute schon wieder sehr, sehr, sehr lang. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, damit wir aufhören können. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der heutigen Folge und wie das Ganze weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von Gorogoa. Wenn ihr Lust habt, dann rätselt doch einfach ein bisschen mit. Ich weiß, das ist vielleicht schwierig mit zu rätseln, vielleicht auch nicht, aber vielleicht habt ihr ja genau zu diesem Bild mit diesen vielen Bildern jetzt eine Idee. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich da jetzt Schluss mache, aber das sieht jetzt sehr, sehr schwierig aus, weil wir in... mit einem Bild, was fünf Bilder uns zeigt, in fünf verschiedene Bilder reingehen können. Ihr versteht ja, genauso diese Komplexität des Tages. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit dieser heutigen Folge und ich will ja meine Videos nicht so lange machen. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen zauberhaften schönen Tag. Genießt ihn und seid ein bisschen dirty, meine Lieben. Tschüss.